Herr Schoch übernimmt die Verantwortung. Zukunft soll man nicht voraussehen, sondern Zukunft soll man möglich machen. Wir funktionieren ansonsten schnell ein bisschen. Sehr geehrter Bruder, sehr verehrter Herr stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, lieber Manfred Schoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Der Herr Bohrer hat es angesprochen, der Kalender ist tatsächlich voll, aber da bin ich nicht ganz allein. Und für einen Münchner Oberbürgermeister gibt es natürlich Hilfskriterien, wonach man solche Termine ausrichtet. Eine davon ist die Gewerbesteuerzahlerliste. Da muss sich BMW jetzt keine Sorgen machen, dass sie, ohne das Steuergeheimnis zu verletzen, demnächst aufgeholt wird. Also insoweit bin ich sehr gern heute hier. Und werde, solange dieses Kriterium stimmt, auch immer wieder gern Einladungen von BMW folgen. Das ist aber nicht das Einzige, was BMW auszeichnet, was BMW für München doch unglaublich wichtig macht. BMW ist und bleibt einer der zentralen Jobmotoren in dieser Stadt, in München, mit rund 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist BMW einfach einer der größten, wenn nicht der größte Arbeitgeber in unserer Stadt. Und Gott sei Dank auch noch Tendenz steigen, weil die anderen großen Arbeitgeber in dieser Stadt haben teilweise doch eher sinkende Tendenz, was man in den Zeitungen so entnehmen darf. Insoweit hervorragende Rahmenbedingungen für ein tolles Unternehmen. Deswegen, wie gesagt, bin ich gern hier, wenn gleich ein kleiner Einwand her. Oder zum Thema Stromverbrauch muss ich anmerken, weil ich gut war, dass eine fünfstündigen Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke, wo ich Vorsitzender bin, ist natürlich keine gute Nachricht für die Stadtwerke München, wenn sie hier Strom sparen, so wichtig nehmen. Aber ganz ehrlich, natürlich dient es insbesondere der Umwelt und damit unserer geliebten Stadt München. Und deswegen muss man auch als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke hinnehmen, dass sie viele, viele tausend Kilowattstunden, mittlerweile rechnen wir, glaube ich, in Terawattstunden einsparen. Ich glaube, es ist für die Umwelt sicher ein tolles Zeichen und deswegen auch zu verschmerzen für die Stadt und für die Stadtwerke München. Der anhaltende Aufwärtskurs, der Premium-Marke BMW, die dynamische Entwicklung, Innovationsfreude und das Ziel des Unternehmens in München eben nicht nur Arbeitsplätze zu erhalten, wie es manche Gott sei Dank tun, sondern auch neue zu schaffen, kommt uns in München natürlich in herausragender Art und Weise zugute.